wunderschönen Abend euch allen. Was? Man hört dich schlecht. Hallo? Moment. So, hört man mich jetzt besser? Mikro rauscht sehr. Warte mal. Wie krieg ich das? So, besser? Warte, wie krieg ich das weg? Nee, immer noch nicht. Nee, nicht besser. Ist immer noch da. Wie krieg ich das weg? Stecker sind alle drin. Sind auch richtig drin eigentlich. Boah, das hört sich schon zu extrem an. Ich schreibe mal rein, es war kurz weg. Ich habe es auch gerade gehört. Es war ganz kurz weg, für einen ganz kurzen Moment. Anscheinend soll es jetzt besser sein, ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, wir fangen mit dem allerersten Video an. Und das Video ist von Pedo Hunters. Das Ding ist, ich wollte ja eigentlich gestern schon live kommen und im Stream drauf reagieren. Nur dann wurde es zu spät. Der Bruder Teuer konnte leider nicht zu viel Zeit aufholen, weil er mit dem Typen das Autofahren Herzrasen, ne? Auf jeden Fall sind wir dann, glaube ich, um 0 Uhr in Hamburg gewesen. Dann musste ich zu mir nach Hause, müsste den Smart abholen und dann ins Büro kommen. Das heißt, es wäre ein bisschen zu spät gewesen. Deswegen dachte ich mir, komm, reagiere ich auf jeden Fall jetzt drauf. Ich habe mir bis jetzt nicht angeguckt, was das für ein Video ist. Ich weiß, es ist die letzte Folge von Pedo Hunters und es wird keine weiteren Folgen mehr geben, laut denen. Aber ich habe mir das Thumbnail nicht angeguckt, auch nicht die Titel angeguckt. Das heißt, ich weiß nicht, was mich erwartet. So, jetzt werden wir gemeinsam gucken. Und ich lese jetzt das allererste Mal den Titel. Der Titel ist Vater erwischt Steuerberater, der Sex mit Sohn will. Alter, Steuerberater? Vater erwischt Steuerberater, der... Alter, Digga, okay, der Titel ist schon verwirrend, Digga. Ich sag doch irgendwie Steuerberater. Das hat alles irgendwie was mit dem Staat zu tun. Wollen wir uns das anschauen, Chat? Kennst du dich fragt, wir gucken uns das 100% an. So, wir klicken drauf, 46 Minuten und 46 Sekunden. Wie lange wird die Reaction gehen? 1 Stunde 20, 100%. Alter, verpiss dich, was ist das? Hi, ich bin Ekain und ihr kennt mich von den Hunters. Wir waren ja jetzt eine ganze Weile weg, aber jetzt sind wir bereit für Folge 10. Junge, Walla, das ist ein krasses Video. Es kann doch nicht sein, dass hier irgendwas an der Technik scheißt. Ich brauche jetzt hier noch mehr Ton in meinen Kopfhörern. Fuck. Junge, wer hat Auge auf die scheiß Technik gemacht? Leider sind die meisten unserer Videos gesperrt worden. Und das letzte wurde sogar auf 18 gesetzt. Aber warum? YouTube hat uns wegen des Jugendschutz gesperrt. Aber was meinen Sie? Boah, das finde ich zum Beispiel grundsätzlich auch übertrieben traurig. Das wurde unter Jugendschutz gestellt, wobei diese Videos ja eigentlich nur die Jugendlichen schützen wollen. Wisst ihr, ich meine, die Jungs wollen ja eigentlich die Jugendlichen schützen. Das heißt, die wollen ja die Leute aufmerksam darüber machen, dass das Internet sehr gefährlich ist, dass viele Leute einfach aufmerksamer sein sollten und auch Hilfe rufen sollten in solchen Momenten. Und das machen viele nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so viele Leute sich die Augen geöffnet haben und gesehen haben, ey, guck mal, ihr müsst euch vorstellen, es gibt so viele Leute, die in so einer Situation sind, ist diese ganze Pädophilie, diese ganzen pädophilen Leute tauchen ja nicht nur im Alltag mit fremden Menschen auf, sondern auch meistens in der Familie. Und ich kann mir zu 100% vorstellen, dass es irgendwelche Leute gibt, die Videos von denen schauen und diese Videos, die stärken und auch vielleicht die Augen öffnen und sagen, ey, ich muss jetzt meinen Mund aufmachen, auch wenn das meiner Familie passiert, jetzt habe ich wenigstens einen Grund, meinen Mund aufzumachen, wisst ihr, ich meine? Also viele fühlen sich wahrscheinlich durch diese Videos auch gestärkt. Und dann wird das bei YouTube unter Jugendschutz eingestellt, Digga, das ist absolut traurig, Digga. Genau damit. Wenn man mit dem Support diskutiert, verweisen sie immer wieder auf die Richtlinien für werbefreundliche Inhalte. Da werden all die Themen aufgeführt, die uns Probleme bereiten können. Vor allem, Digga, es wird alles zensiert. Alle Beleidigungen werden zensiert. Es wird keiner vor laufender Kamera geschlagen. Es wird einfach, lediglich wird nur aufgeklärt. Deswegen verstehe ich nicht, warum das ab 18 ist, Digga. Das ist ein richtiger Witz eigentlich. Zum Beispiel sexualisierte Inhalte, die natürlich nicht für Kinder geeignet sind. Oder wie YouTube sie nennt, Inhalt nur für Erwachsene. Oder zum Beispiel Videos, die zu schädlichen und gefährlichen Handlungen animieren. Oder aber auch kontroverse Themen. Wir haben seit der ersten Folge ja schon einen ziemlichen Weg zurückgelegt. Sprich, wir würden die Dinge nicht mehr so machen wie in Folge 1. Alter Bruder, ganz kurz, Chat Walla, jetzt regt mich das langsam richtig auf. Warum zum Teufel ist in meinem Kopfhörer dieser scheiß Sound für Subs so laut, Digga? So langsam provoziert mich das. Ich mache jetzt alle Sounds aus und bitte nicht mehr subben, Digga. Einfach nicht mehr subben. Walla, was ist das für eine Scheiße, Digga? Ey, Bruder, ich danke dir für den Sub, aber das war Tam in dem Moment, wo ich gerade richtig aggressiv drauf bin. Und jetzt habe ich das Video ausgemacht. Jungs, die Kette, es läuft alles wieder perfekt. Die Schnauze, ehrlich. Pass auf, halt die Scheiß Pistazie, kann auch weg, Alter. Hast du mich verstanden? Ich setz mich jetzt vor. Moment, Chat. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz hier einmal Subchat anmachen. Hier wird mir zu viel Schwanz reingeschrieben, Digga. Reagier auf Chindowis, Bruder. Auf was reagieren wir gerade, du? Ja,
Ja? Und wir wundern uns, warum einfach die Folgen so lange brauchen, bis sie überhaupt online kommen. Die machen einfach Kinofilm draus. Weißt du, wer wir sind? Kennst du uns? Wir sind die Panther. Direkt hinter den rechten Zündhof. Hey, das war ein Scherz, okay? Oder wie man auf YouTube sagt, Prank. Wir haben keinen Monster Truck und wir haben auch keinen Mark II Panzer und auch nie irgendwas in die Luft gesprengt. Okay, sind wir jetzt cool, YouTube, aber jetzt mal im Ernst. Also die letzte Folge hatte nun wirklich gar... Boah, sehr sympathisch, Digga. Wallace macht die ganze Sache noch sympathischer, Digga. Ich hab's dir gesagt, zu Nick Hein hat die sowieso immer die Sympathie, weil der Typ macht sowieso MMA und sowas. Der Typ ist stabil. Das ist ja voll. Keine Beleidigung, kein aggressives Auftreten, gar nichts. Also daran kannst du nun wirklich nicht mehr. Waren unsere Inhalte eventuell sexuell? Immerhin sind zwei unserer Videos wegen Nacktheit und Pornografie gesperrt worden. Aber dann habe ich das Video auf YouTube gefunden. Can you put it in a little bit more? Hier sind zwei Männer zu sehen. Einer schiebt dem anderen offenbar von hinten abwechselnd einen und dann seinen echten rein. In diesem Video... Das ist auf YouTube. War da jetzt mich geschockt. Das Video, was er gerade erwähnt hat mit der schiebt sich da und da was rein, das ist auf YouTube gerade online. Bruder, warte, das ist traurig. Und überleg mal, was dann gesperrt wird, weißt du? Rein einfach aus der Aspekt, dass die Videos einfach nur aufklären, die werden einfach ab 18 gestellt und einfach unterdrückt. Aber solche Videos, wo sich Leute wirklich Sachen reindrücken, Digga, das wird natürlich supported, Digga, wer kennt's nicht? Plus kann man Richtungen sehen und hier sogar Hundeköpfe. Diese Videos sind nur teilweise auf 18 gesetzt und nicht gesperrt. Meine Frage, warum steckt YouTube uns in die gleiche Kategorie und warum findet man diese Videos sofort, wenn man sie sucht? Unsere können nicht gefunden werden, wenn man den Titel eingibt. Wenn man beispielsweise... Ja, Mann, das ist mir auch aufgefallen. Ich muss immer Nick Hein eingeben, damit ich überhaupt auf den Kanal Hunters komme. Wenn ich Hunters eingebe, kommt der Kanal gar nicht. Wenn man 9 sehen will, muss man... Sie sind, glaube ich, Shadowband. Das heißt, man sieht die nicht. Die werden einfach quasi, wie sagt man, nicht gut empfohlen und einfach unterdrückt, die Videos sehen. Und das ist das Traurige. Diese Buchstabenfolge eingeben. So YouTube Support. Warum? Aber was ist es dann? Es muss einfach das Thema selbst sein, oder? Erklärt zwar nicht, warum nur die Hälfte unserer Videos gesperrt wurde, aber das muss es doch sein. Wow! Spinner, ey! Außer in den 111 Videos von Chris Hansen, How to Catch a Predator, einer Show, die sogar im Fernsehen in Amerika lief. Auf YouTube ohne Probleme auch in Deutschland zu sehen. Diese Videos sind weder gesperrt noch auf 18 gesetzt. Hier werden die Chatverläufe gezeigt, die Täter ungeblurrt präsentiert und ab und zu wird auch mal einer getasert. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese ganzen Videos gemeldet werden und nicht von den Leuten gemeldet werden wie wir, die sich dafür einsetzen oder beziehungsweise die das Ganze unterstützen und verbreiten, damit diese ganze Sache irgendwann ein Ende hat. Sondern ich glaube, das sind wirklich Leute, die auch einfach pädophil sind, Digga. Ich glaube, das sind die Leute, die das Video dann melden und sagen, fuck, Alter, da ist uns jemand auf der Schliche. Das müssen wir irgendwie, das müssen wir beseitigen. Wisst ihr, ich meine? Das kann ich mir eher vorstellen. Ich glaube nicht, dass normal denkender Mensch die Videos meldet. Oder welcher Mensch, auch, guck mal, vor allem, ihr müsst ja auf die breite Masse gucken. Eine Mutter, ein Vater. Warum sollte eine Mutter oder ein Vater so ein Video melden? Da ist nichts Verwerfliches dran. Ganz im Gegenteil. Die Elternteile versetzen sich ja selber in die Situation, ey, ich bin Mutter, ich bin Vater und ich habe selber eine Tochter oder einen Sohn. Das heißt, die wollen das erst recht nicht, wisst ihr, ich meine? Und so ist es auch mit den anderen. Auch wenn du eine kleine Schwester hast, denkst du dir auch so, ey, warum sollte ich das melden? Weil ich will es ja auch nicht. Also, wir haben da eine Vermutung. Mittlerweile schauen ja neben unseren Fans eben auch eine ganze Menge, sagen wir Täter, unsere Sendung. Naja, und die melden uns dann eben auch gerne. Safe. Wir haben die Forendiskussion selbst gesehen. Und wenn dann genug Leute unsere Sendung gemeldet haben, dann wird sie gesperrt. YouTube kontrolliert die Meldung nicht einmal. Und sperrt uns wegen der absurdesten Gründe. Nacktheit und Pornografie? Im Ernst? Stattdessen finden einige Scherzkekse im Support das richtig lustig. Das ist schade. Ob Willkür oder nicht, wir finden das nicht richtig. Aber nach einer 3 Monate langen Analyse tausender nicht gesperrter YouTube-Videos haben wir nun das bombensichere Konzept entwickelt, um nie wieder gesperrt zu werden. Regel Nummer 1. Keine brisanten Wörter. YouTube filtert unliebsame Begriffe, wie beispielsweise raus und flaggt ein Video. So. Okay, das Ding ist, jetzt kommen mir das ehrlich gerade ein bisschen so vor. Ich verstehe natürlich, ne, was sie meinen. Das regt ihr auch auf. Aber kennt ihr das, wenn ihr euch so Videos anguckt, wie funktioniert YouTube? Und dann steht da so hinter Tutorial so. Also das kommt mir so gerade so vor, als würde ich ein Video gucken, wo man quasi erklärt, was man auf YouTube nicht sagen darf und was man sagen darf, damit man quasi empfohlen wird oder nicht. Deswegen, also ich verstehe die zu 100%. Ich fühle das auch, dass sie sich darüber aufregen. Aber ich glaube, wir spulen einfach ein bisschen vor zum Geschehen. So wie YouTube es will. Denn letztendlich kommt es nur darauf an, wie man es verpackt. Auf ein Wort. Wir machen uns nicht lustig über dieses Thema. Wir nehmen dieses Thema tot ernst.
Aber wir machen uns verdammt lustig darüber, wie man in Deutschland mit diesem Thema umgeht. Und das nicht zu knapp. Deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der neuen und kinderfreundlichen Version der und das, die Einhorn Crew. Im Jahre 2078 führte eine Gruppe waghalsiger Abenteurer einen riskanten Zeitsprung in das Hier und Jetzt durch, um den Untergang der Erde abzuwenden und die Köpfe einer selbstgefälligen Elite zu waschen. Getrieben von den höchsten Idealen und einer ziemlichen Ist-und-Scheiß-Egal-Attitüde, stellten sie sich den düsteren Lords, auch als die Bösen bekannt, um das Wohl der Kinder dieser Erde zu schützen. Das sind die Abenteuer der Einhorn-Crew. Boah, war das die Brücke in Polen? Ungelogen, genau da haben wir Böller gezündet. Genau hier zünden wir die Böller. Alter, das sieht genauso aus, Digga. Ich schwöre, genau hier zünden wir die Böller und werfen sie. Und da hinten irgendwo parken wir Auto. Also, Bruder, ich sag dir ehrlich, ne? Irgendwie einerseits... Ich verstehe es so 100%. Die sind in so einer ekligen Situation. Alles wird irgendwie gesperrt, was gesperrt werden kann. Und auch vieles zu Unrecht einfach. Aber Bruder, das ist irgendwie gerade... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Pedohunters gucke. Ahnt ihr, wie ich meine? So Helikopter, Animation, dies, das. Und dann 5 Minuten quasi noch drüber sprechen, was man sagen darf auf YouTube und was nicht. Deswegen, die haben ein wenig das Konzept, glaube ich, geändert so. Und jetzt, was mein erster Gedanke ist, irgendwie gefällt mir es gerade nicht. Boah, war das doch nicht Pedohunters? Das kommt mir einfach so vor, als würde ich gerade irgendeinen Sender, normalen Sender gucken. Kennt ihr das? Also das finde ich ein bisschen zu viel. Kinderserien von früher, das Intro. Voila, genau das ist es. Sie auch mal zu sein, sind geschlagen. Sie gucken nicht zu, sie retten die Welt. Aber da merkt man auch, Digga, wie unfair das ist. Leute, die ehrliche Arbeit, werden am Ende des Tages immer gefickt, Digga. Ich sag's dir, wie es ist. Es gibt so viele Drecks-YouTuber, Digga, die irgendeine Scheiße bauen und gefühlt mehr Schauspieler sind als YouTuber. Und bei denen passiert nichts. Weißt du, ich meine, aber dann gibt es Leute, die authentisch sind, sich nicht verstellen. Hier, wie zum Beispiel die Jungs von Dekain und so. Und genau sowas wird bestraft, Digga. Das ist absolut traurig. Wir sind dein Leben lang am Leiden und verletzen sich selbst. Du weinst um dein Leben, willst keinem erzählen, was dir widerfahren. Es gibt im Rückschlag keine Chance. Sorry, das Intro kann ich mir echt nicht geben, Digga, weil ich finde das irgendwie, das passt nicht einfach. Das folgende Gespräch entstand auf Initiative des Interviewten. Er hat sich bis zum heutigen Tag nicht strafbar gemacht und verurteilt solche Handlungen zutiefst. Dies war eine Bedingung seitens Nick für das Gespräch. Okay, so. Ich kann nicht sehen und hören. Wie geht's dir? Ja, auch gut, auch gut. Langer Tag. Respekt, dass du das gemacht hast. Du bist ja auf mich zugekommen und hast mich ja gefragt, ob wir nicht mal sprechen wollen und ein Interview machen wollen. Wie bist du darauf gekommen? Da haben wir gedacht, es gibt ja hätte schon 2 andere auch gehabt, wo ich mir gedacht hätte, würde in das Thema reinpassen, aber bei dir habe ich mir gedacht, hat das passt am besten zu dem Thema und so habe ich mir gedacht, so passt am besten. Also hast du sowieso schon, ich sag mal so, die Idee oder den Plan, mit jemandem also darüber zu sprechen, eventuell auch ein Interview zu machen? Ja. Das ist mutig, oder? Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 8 Jahre. Ah, Bruder, das ist das Problem, Bruder. Wala, deswegen verfluche ich gerade diese ganze YouTube-Scheiße. Weil überleg mal, wie viel sich jetzt einfach vom letzten Video zum jetzigen Video verändert hat, Digga. Bruder, man darf das Alter nicht mehr nennen, man darf dies nicht mehr nennen, man darf das nicht mehr nennen. Bruder, Wala, das ist doch schon, das macht doch alles kaputt. Und das ist das Traurige, die Jungs können nicht sie selbst sein, Digga. Die haben einfach, Bruder, die wollten krasse Arbeit leisten, einfach den Leuten die Augen öffnen und diese ganzen Bastarde da einfach von der Bildfläche wegstoßen. Wo die auch nicht dahin gehören, Digga. Weißt du, ich meine? Deswegen, Bruder, das macht einfach gerade... Die Vibes von Pedohunter sind gerade nicht da. Wie ist das, wenn man ist? Oder wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du solche Neigung hast? Gemerkt mit 15, 16 und realisiert wirklich vor ein paar Wochen. Nur am Wackeln vor Familie sein, aber es ist super schwierig. Ich weiß nicht. Ich habe so eine direkte Meinung dagegen, aber wie
Soll man mir zahlen? Ja, ich muss irgendwas sagen. Dies, das, jenes. Boah, Stimmung komplett kaputt. Aber auf jeden Fall. Was glaubst du, was passieren würde, wenn du das deiner Familie sagst? Keine Ahnung. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wer das jetzt gerade ist. Ist das ein Opfer? Ist das der Steuerberater? Ist es der Sohn vom Steuerberater? Wer ist denn das jetzt? Hast du darüber nachgedacht? Aber du hast darüber nachgedacht, es deiner Familie zu sagen. Aber anderen will man es, glaube ich, nicht ernst nehmen, weil man glaubt, das kann es nicht geben. Ist meistens schon. Wenn man was wirklich nicht zulassen will, dass es so ist, bei den anderen, dann würde man das langsam realisieren. Dann wird in die positive Richtung gehen oder in die negative. Hast du schon mal mit irgendwem darüber gesprochen, außer mit mir jetzt? Also mein Gefühl sagt, das ist ein pädophiler Typ. Ich glaube, die Videos sind jetzt so aufgebaut, dass sie sich nicht mehr treffen mit den Leuten, sondern dass sie das jetzt so machen. Und ja, wir müssen das erstmal anschauen. Woher das Vertrauen, mit mir darüber zu sprechen? Weil ich deine Arbeit weiß und die Menschenkenntnis dann so groß ist, dass ich durch den ganzen Videos, die mir geschaut habe, gewusst habe, dass man fahren muss. Jetzt muss ich dich fragen, wie findest du unser Format? Es ist, man muss so sagen, man hat es mit Leuten zu tun, die was eigentlich jeglicher Moral sprengen, die es gibt, weil unter jeder Würde ist. Und damit jetzt, so wie ihr vorgeht, ist eigentlich auch wieder unter jeder Moral fast, weil kann man nicht machen, sagen viele, aber es ist halt das Gehirn gemacht, das ist halt, ich finde es gut, aber es ist halt ein schwieriges Thema, so. Aber ich finde es eine Arbeit eigentlich relativ. Was denkst du von Leuten mit einer Neigung, die eben nicht wie du dagegen ankämpfen und auch ankommen, sondern die, wie zum Beispiel die in unseren Folgen, die es trotzdem tun? Zwei Sachen für mich jetzt. Die erste ist, wenn du wirklich ein Kind anschreibst, dieser ganze Protest über euch, ist, geht gar nicht. Aber dieses Problem, was ich habe, ist, ich merke selber, bei meinen Neffen, nicht, dass ich es ist oder so, aber Gelegenheit macht Liebe. Zum Beispiel, wenn du in der Familie einen Hunger hast, Gelegenheit macht Liebe. Wie ein Junkie, der ein Handy oder ein 100 Euro sein, scheint sich, Gelegenheit macht Liebe. Das ist das große Problem. Warum ist es bei mir so schwer mit Familienplanung, weil ich weiß, viele eigentlich aus tiefstem Herzen, aber irgendwie schwierig, weil... Walla, ich bin auch enttäuscht, Digga. Können wir auch mit dir alleine aufpassen, weil ich zu viel Angst habe, selbst ist alles schwierig, das kennt man. Hast du so ein bisschen... wir haben ja so ein bisschen mit unserer Sendung so eine Diskussion losgetreten. Wir haben natürlich auch eine Menge Kritik bekommen. Insbesondere, dass wir so eine Art, ich sag mal, Menschenjagd machen. Das ist so einer der Hauptkritikpunkte. Wie empfindest du das? Es ist richtig, was er macht, aber man kann es nicht jedem recht machen. Das ist so dieser eben nicht. Unmöglich. Drum würde ich euch sagen, es ist zweiter Macht. Negative Kritik bekommt jeder. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du alles versuchst, richtig zu machen im Leben, du wirst immer negativ. Ich bin ziemlich überrascht, wenn ich so mit dir rede, weil ich sag mal, zu so einem Gespräch ist es bisher nie gekommen. Geht das ganze Video jetzt so? Nee, das Video geht nicht komplett so. Ich habe jetzt gerade auch geguckt auf Neugierig. Anscheinend, also ich sehe, die sind im Auto und ich habe das Gefühl, ich bin guter Dinge, Digga, dass das Ganze auf jeden Fall noch eine Wendung nimmt. Aber guck mal, ich verstehe, ne? Die haben jetzt ein bisschen umstrukturiert und auch quasi ein neues Konzept, wie es jetzt gerade für mich aussieht. Und ich sag dir ehrlich, das fühle ich nicht, Digga. Weil ich habe von Anfang an nicht wirklich verstehen können, wer ist dieser Typ jetzt? Was ist genau passiert? Also ich konnte jetzt aus diesen 7 Minuten, 5 Minuten nichts rausholen. Wisst ihr, ich meine? Ich weiß nicht, wer das ist. Und ich muss ihn ja nicht sehen. Das ist ja nicht das Problem, weil bei Pedro Antas wurde ja viel zensiert. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Ob das ein Pädophiler ist, ob das ein Opfer ist, ob das der Steuerberater ist, ob das... Ich weiß es nicht. Du erscheinst mir sehr differenziert. Glaubst du... Das würde mich noch interessieren. Glaubst du, dass ich... viele Täter hinter dieser Schutzbehauptung, dass sie krank sind, verstecken? Ja. Das ist das Problem. Es wird ja immer als Krankheit gesehen und was weiß ich was. Also es ist für mich einfach unmenschlich, Digga. Kein Mensch hat das verdient, so, dass einem sowas passiert.
dass jemand einfach grundlos entführt wird oder was weiß ich was. Oder grundlos vergewaltigt wird. Wisst ihr, ich meine, Vergewaltigung sowieso gehört überhaupt nicht dazu. Das hat einfach kein Mensch verdient. Und für mich kann man sowas auch nicht mit krank rechtfertigen, Digga. Für mich ist es unmenschlich und man sollte das Ganze dann auf, ja, wie sagt man, da sollte es auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Strafe geben oder beziehungsweise eine richtig harte Strafe geben. Es geht einfach alles, es geht so, also es gefühlt schon gang und gäbe geworden, Digga, das ist das Traurige. Ich kann es nicht anders sagen, aber das Gespräch mit diesem jungen Mann hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Er hätte das nicht tun müssen und dennoch hat er das Gespräch so offen geführt. Im Laufe der Unterhaltung bringt er noch weitere interessante Punkte an. Laut seiner Aussage gibt es in Österreich kaum bis gar keine Therapiemöglichkeit für viele, außer in Wien. Man möchte sich mit diesem Thema einfach nicht beschäftigen und einer der Gründe, wie er glaubt, ist die Tatsache, dass die meisten Regierungschefs selbst keine Kinder haben. Das kann ich mir teilweise auch vorstellen, Digga. Warum dann so wenig Empathie vorhanden ist. Das kann ich mir sogar echt gut vorstellen, Digga. Deutschlands und Österreichs letzte beiden Kanzler waren tatsächlich kinderlos. Und ich frage mich, ob das tatsächlich einer der Gründe ist. Nach unserer Unterhaltung bin ich mir sicher, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ein Haus ohne Wände ist schutzlos. Wie ein Kind ohne Erfahrung. Und es gibt Menschen da draußen, die genau danach suchen. Dieser Mann ist tagsüber erfolgreicher Geschäftsmann, aber wenn es dunkel wird, geht er im Internet auf die Jagd nach naiven Jungs, um sie für seine Zwecke zu missbrauchen. Obwohl er wegen bösen Filmen bereits mehrfach verurteilt wurde, macht er unbeeindruckt weiter. Dieses Mal hat er einen vaterlosen Jungen an der Angel und spielt ihm vor, ihn adoptieren zu wollen. Was er aber nicht weiß. Der Junge ist gar nicht vaterlos und der Vater weiß Bescheid und ist scheiße wütend. Deswegen hat er die Einhorn-Crew kontaktiert und die ist gerade auf dem Weg, jemanden den Tag so richtig zu versauen. Das wollen wir, das, jetzt hat das Ganze noch eine Wendung genommen. Genau das wollen wir haben, Digga. Habt ihr gesehen, so dieser Blick, Bruder, ich konnte nichts sagen, weil ich war gerade im Geschehen drin. Es war spannend, aber das von eben war halt nicht spannend. Das ist das Richtige, Digga. Bruder, Walla, seine Tasche ist so groß, ne, Bruder, ich würde da, glaube ich, zweimal reinpassen. Das Ding ist, kennt ihr das, wenn ihr so eine Tasche tragt, dass ihr so ein bisschen einknickt? Bei Nick Hein ist das nicht so, dass die Tasche, dass er einknickt, sondern die Tasche knickt bei ihm ein. Ja, das ist der Michael, das ist der Papa. Er ist angeschrieben worden und ja, ihr habt uns dann kontaktiert und seitdem haben wir halt die Kommunikation über den Michael gehalten. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gleich die Strecke einmal abfahren. Die Strecke ist relativ einfach, aber weil kein Mensch in Bochum hier in dieser Ecke unterwegs ist zu Fuß, ist eine Observation zu Fuß eigentlich nicht möglich. Morgen! Ja, gut. Super. Wenn Devin, wenn er da sitzt, wo Mevi sitzt, ist er voll im Bild. Er muss auf der Seite sitzen. Ja. Ich habe halt gedacht, weißt du, Maxim und Mevi sind halt mit uns stabile Filmer. Die können theoretisch das Ganze auch nochmal von einer anderen Position filmen. Könnten dann mit dem Ops-Team zusammen beim Zugriff alle gleichzeitig rein. Meinst du, ihm fällt nicht auf, dass er... Boah, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Wie kann das sein? Wie hieß er nochmal? Der andere Bruder. Matzak, einer in Matzak. Bruder, wie habe ich den Namen vergessen? Der lag mir wirklich auf der Zunge, Digga. Matzak ist auch am Start. Auch sehr, sehr sympathischer Typ. Hat er doch schon gesagt? Habe ich schon gesagt. Ich habe gesagt, dass ich halt gemobbt werde in der Schule und dass ich halt, ja, mich so empfinde. Du siehst jetzt nicht so, du siehst schlank aus, ne? Er hat dir mit dem... Videotelefon. Ja, Bierbauch, ne? Ah, hast du schon Videochat gemacht? Ja, ich habe mit dem Videotelefon. Ah, okay, auf entspannt. Okay. Dann ist ja nichts komisch. Okay, klar. Eine erwachsene Frau. Kann sich selber entscheiden, wenn ich. So, was machen wir jetzt, Nick? Ja, wir gucken jetzt, ob die Drohne funktioniert. Okay! Boah, Walla, ich dachte, die ist irgendwann hinter mir, Digga. Kennt ihr das, wenn der Sportlehrer euch anschreit?
Ich sehe jetzt schon, wie das irgendwelche Leute klippen werden und auf YouTube hinstellen und auf YouTube online stellen werden und dann schreiben werden, UFO gesichtet in Nevada und so. Und dann safe irgendwelche Leute glauben, Digga. Für alle, könnt ihr uns hören? Ja. Alles klar. Könnt ihr mich hören? Ja. Vor allem wäre ich das Ding geflogen, ich schwöre, ich hätte jedes einzelne Fenster mit erwischt. Sieht doof, ja. Uns machen einmal kurz die. Ja, komm, okay. Nee, lass noch. Also, meine Idee war, Devin steht hier. Und ihr steht vorne. Und sagt Bescheid, wenn das Auto reinfällt. Ja, Punkt ist durch. Dann steht Devin hier, winkt, weiß man sich, lehnt sich lässig an eine Mülltonne an, so wie Jugendliche das heutzutage tun. Und winkt und sagt hier, fahr da am besten rein, weil hier die Anwohner. So. Aber das, wie gesagt, das ist nur relevant, wenn er ihn ins Auto holen möchte. Ja? Weil hier kommt er nicht raus. Da sind wir uns schon einig, dass er das mit allen Mitteln verhindern wird. Wenn das Wetter so bleibt, wird es gar nicht zur Sprache kommen. Das wäre nur für den Fall, wenn es halt einen Grund gibt, ins Auto zu steigen. Also ganz im Ernst, wenn er aussteigt. Das Ding ist ja, wir haben ja einen Ortswechsel. Ne? Der erwartet ja eine Wohnung in der Parterre und wir sind ja jetzt keine Parterre mehr. Das heißt, Devin wird ihm auf dem Fußweg verklickern, pass auf, meine Mutter ist doch da, aber ich habe den Schlüssel von Wenn er überhaupt Tante. Fragt. Wenn er überhaupt fragt. Ich habe den Schlüssel von meiner Tante. Genau, an deiner Stelle musst du das eigentlich gar nicht erwähnen, es sei denn, er fragt nach. Ne? Diese Sackgasse ist bedeutend. Heute wird es regnen und sollte der böse Mann Devin ins Auto locken, muss dieser eine riskante Entscheidung treffen. Einmal eingestiegen, wäre Devin ihm völlig ausgeliefert und die Crew hätte nur eine Chance. Sie müssten die Straße versperren. Oh, Bruder, ich dachte, das ist ja eine normale Drohnenansicht und da ist irgendein Jugendlicher einfach so schnell gefahren und ich habe schon diesen Prall gesehen, ne? Das Ding wird jetzt crashen, Bruder. Ich sehe schon, wie dieser eine Typ aus dem Motor auf mich fliegt, Junge. Eigentlich sieht der Plan jedoch ganz anders aus. Devin und der Fremde sollen zu Fuß zur Wohnung gehen und die Autos der Crew immer wieder passieren. Den Anfang macht das Ops-Team. Als nächstes folgen Mustak und Nebi, welche auch die Hauptstraße kontrollieren. Das dritte Fahrzeug fährt Lucy. Nick wird mit der Drohne alles von oben überwachen, während Michael funkt. Da nicht klar ist, welche Straße der Fremde nimmt, stehen sie versteckt in einer Nebenstraße. So wird er von allen Seiten beobachtet. Das Team verlässt den Einsatzort. Ihnen bleibt noch eine Stunde, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Obwohl die Crew gelassen wirkt, steigt die Aufregung, denn Devin wird zum ersten Mal selbst Lockvogel sein. Aber sein Gegenüber macht das nicht zum ersten Mal. Wird er die Falle... Boah, okay, das ist krass. Man kann auch sagen, was man will, Digga. Das ist Aufwand, Digga. Mit Animation und was weiß ich was, Digga. Das ist krass. Und warte mal, Devin ist jetzt wer? Weil das ist ja wohl auch, die sagen ja, das erste Mal sein, dass er quasi selber Lockvogel ist. Das heißt, es ist ja einer aus dem Team. Und welcher ist das jetzt, ist die Frage. Bemerken. Ja. Jemand im Haus verstorben zu sein. Auf jeden Fall steht die Rettungswagen, Notarzt und natürlich die Polizei. Ja gut, wir haben noch anderthalb Stunden. Ja, nur dass ihr das schon mal Bescheid wisst. Falls die dann noch nicht weg sind, falls es hier länger dauert oder so, was ja durchaus mal sein kann bei so einem Einsatz, dann müssen wir vielleicht ein bisschen umdiskutieren. Muss der wegen vorher schon abfangen vielleicht. Wir überlegen uns was. Das kann aber nicht damit zusammenhängen, dass da eben drei maskierte Typen standen, dass da einer die Polizei gerufen hat, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall so, auf jeden Fall, es geht jetzt gleich los. Wir machen uns so gerade fertig und dann hol ich den. Ganz okay, das ist Devin also. Aber den kenne ich gar nicht aus dem Team, Digga. Wie soll ich die ganze Zeit anzuschauen? Das ist richtig cringe, ne? Muss ich mal gucken. Soll ich dich aufnehmen? Na, Max. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in der Wohnung. Wir holen jetzt gleich den erstmal ab, beziehungsweise ich. Dann laufe ich mit dem die 18, 20 Minuten hierher. Gut, für Schritte sammeln. Und dann schauen wir mal. Dann seht ihr, wie hört sich denn deine Stimme an, wenn du mit ihm redest? Hey, wie geht's dir? Ich weiß nicht, ja, ich bin ein bisschen nervös und so was. Am Fahrerwille, ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt höre, dass das davor seine gestellte Stimme ist und das hier seine originale Stimme ist. Das würde eher passen. Ja, und ich freue mich auf dich gleich, ne?
Devin ist der Teufel. So, ich weiß nicht, ob ihr uns schon hört. Wir kommen jetzt dazu. Was machen wir hier? Hier ist der Treffpunkt. Hier wird sich Devin gleich mit dem Typen treffen. Und wir versuchen jetzt eine Position zu finden, wo wir gut parken können, wo wir jetzt nicht so auffallen, aber wo wir auch die Drohne starten können. Ich würde sagen, wir fahren da in die Straße ein bisschen weiter rein. Ich kann gleich auch hier stehen bleiben, oder? Ja. Nicht zu weit weg. Ups. So, ein bisschen da. Bordstein. Müssen gucken, wenn hier einer raus will. Aber ansonsten ist alles gut. Also, hilf. Hey, okay, ja, tut mir leid. Also, ich freue mich auf jeden Fall, aber ich mache es jetzt natürlich nicht einfach so, weil es ist ja ganz schön Spannung jetzt. Aber ich freue mich. Bis gleich dann, ja? Ich mache mich dann schon mal fertig. Boah, bist du gut. Die Jungs, was habt ihr mit mir gemacht? Das war nicht mein Job eigentlich. Tut mir leid, das ist zu gut. Boah, der ist gespenstig, echt. Dann müssen wir auch überlegen, ob die den ganzen Weg zu Fuß gehen. Das ist genau der Worst Case. Er hat nicht mal einen Schirm dabei, weißt du? Dann sagt er, Alter, das ist mich verarschen, ich gehe jetzt keine 25 Minuten im Regen spazieren. Das wird gleich nicht so sein. Alter, Wetter kann so viel kaputt machen. Selbst wenn, das dauert ja nicht lang zu mir nach Hause. Ja. Können wir ein heißes Bad nehmen. Direkt anlocken. Geht los. Na, guck mal, ne, wenn das Wetter so bleibt, ohne nicht fliegen, dann müssen wir, wie gesagt, dann müssen wir halt gucken, dass wir ihn mit den Autos halt immer im Blick haben. Und wie gesagt, was wir auch bedenken müssen, ist, dass es sein kann, dass er wirklich im Vorschick sagt, pass mal auf, das ist so ein Sauwetter, 25 Minuten zu Fuß, wir haben nicht mal einen Schirm, sollen wir nicht lieber mit dem Auto fahren? Was machen wir dann? Weil ehrlich gesagt, das ist wirklich logisch. Bei dem Wetter würde ich auch nicht zu Fuß gehen wollen. Das mag logisch sein, aber ich würde davon dringend abwarten. Du musst das letzten Endes entscheiden. Ja, okay, dann müssen sie halt im Regen gehen. Er ist wieder off. Gut. Wenn der so uns verarscht, dann fahren wir nach Recklinghausen und suchen den. Auf jeden Fall hatte er ja geschrieben, dass er in Recklinghausen mit einem der 13 bzw. einfach PlayStation Headset, Digga. 14 Jahre alt war, jetzt schon über 6 Jahre Kontakt hat und das ja auch gemacht hat. Ja, und er auch das mit mehreren macht und sich im Hotel trifft. So, wie gesagt, wir hatten jetzt gerade einen Fehlalarm. Wahrscheinlich. Er schreibt jetzt, dass er um 11.45 Uhr kommt. Und genau. Okay, Lockvogel Devin wurde schon losgeschickt. Alter, im Regen Drohne fliegen, boah, das tut dem Herzen weh. Ich muss jetzt einmal das Fenster hier leider aufmachen. Ja, alles klar. Haben wir Devin auf dem Ohr? Ja. Mach bitte die. Mach laut. Okay, da sind die. Und Devin ist rechts abgebogen. Es kommt ein Auto von links. Wer ist denn das? Ist er das? Ich hab ihn. Ja, sehr gut. Okay, das ist der Pädophile. Gib das durch, bitte. Micha, über Funk. Er kommt. Er ist gerade an. Devin hat ihn gesehen. Ich frage mich gerade, wie viele Meter sind das? Das sind safe 80 Meter ungefähr, die in der Luft sind. Ich weiß gar nicht, ob der Typ dann theoretisch, wenn er hochgucken würde, die Drohne sehen würde. Devin hat ihn jetzt gesehen.
Boyka? Nicht, dass es der von Undisputed ist, von dem Film. Durch, dass der Typ jetzt in die Straße reinfährt, wie geplant. Der Typ fährt jetzt in die Straße rein, wie geplant. Sehr gut. Er fährt aber langsam. Okay, wir fahren los. Der müsste auf, die müssten beide auf der rechten Straßenseite sein, wenn wir gleich die Straße da hochfahren. Ja. So. Aber Gott sei Dank hat sich das Wetter wenigstens gelegt, das heißt, die können wenigstens zu Fuß gehen. Hier ist jetzt ein Auto von uns vorbei. Wir sind auf der rechten Seite. Fahr ein bisschen schneller. Maschallah, Digga, was eine Frau. Kamera halten und dabei noch Auto fahren, Digga. Guck mal, ihren ernsten Blick, dieses ich kann alles. Jetzt sehen wir uns. Und jetzt habe ich die Drohne verloren, das kann nicht wahr sein. Müssen wir halten? Ja. Wir müssen, fahr nochmal zurück oder dreh hier nochmal. Da sind die. Die Wenden. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Ich sehe sie. Geht mal durch, wir haben die Drohne verloren. Oh, Digga, Bruder, das Ding ist, das ist das Schlimmste. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, wenn die Drohne nicht mehr Signal hat, dann ist die Drohne komplett in ihrer eigenen Welt. Weil entweder kommt die dann irgendwann zurück zum Spot, da wo du sie hochgeschickt hast, oder du hast einfach gar keine Kontrolle mehr. Und die müssen sich jetzt quasi der Drohne nähern, damit die wieder Signal haben. Wir müssen zurück. Gib das durch, bitte. Wir haben die Drohne verloren. Sag, wir sind dran. Wir haben die gerade auch im Blick und filmen alles. Guck, das meine ich. Die haben die quasi jetzt wieder zurückgerufen, die Drohne, dass sie genau da landet, wo sie hochgeschickt wurde. Und das war halt quasi bei der Straße da. Micha, gibt es eine Möglichkeit, wieder vorzufahren? Aber über einen anderen Weg, dass er uns nicht nochmal sieht jetzt. Ja, rechts. Okay. Bis ganz oben. Hier rechts? Ja. Okay, dann fahr da lang. Ich halte das Ding. Wir starten nicht später nochmal. Gib das bitte den anderen durch, dass wir die Position wechseln und die Drohne wieder hochziehen, dass wir nicht den klassischen Weg fahren. Ja. Also wir ändern jetzt den Weg, um die Drohne nochmal hochzuziehen. Gib her. Kommando an alle. Ihr fahrt weiter. Das ist geplant. Wir ändern jetzt die Position und ziehen woanders hoch. Dann nehmen die A, Meine Straße wieder auf A. Geht planmäßig weiter in den Streckenverlauf. Deswegen ist das auch immer schwierig, wenn du jemanden verfolgst, musst du immer eine Distanz einlegen. Und es sieht halt jetzt gerade auf dem Video ein bisschen weit aus, aber wenn die sich umdrehen würden, also die zwei, der böse Mann und einmal Devin, dann würden die direkt checken, okay, da verfolgt uns jemand, weißt du? Frau Massler, wir müssen die jetzt genau drauf. Ja, wir haben ihn drauf. Oh, Bruder. Die Scheiben sind doch nicht getönt, kannst doch nicht mit der Kamera hinten drehen, Alter. Die sehen das doch. Stell dir vor, die gucken in dem Moment dahin. Jetzt auf eurer Höhe, Nick. Geht durch, dass wir sie wieder haben. Guck, das meine ich. Die sind gar nicht so weit entfernt. Guck mal hier. Jetzt ist natürlich Sicht durch diesen Falschparker hier. Aber würden die sich jetzt hier umdrehen, beziehungsweise dieser böse Mann, dann würde direkt checken, okay, ey, den habe ich doch eben schon gesehen. Das heißt, er würde ein bisschen skeptisch werden. Das ist ein bisschen gefährlich. Durch, dass wir sie wieder haben. Ja, verstanden. Ich habe jetzt für einen kurzen Moment keine Sicht. Bleib mal kurz stehen, bleib da vorne mal kurz stehen. Ah,
guck mal, Bruder, aber das ist das Problem. Dieser böse Mann ist jetzt mit diesem Devin unterwegs, ne? Und da sind so viele Autos immer an den vorbeigefahren. Das heißt, guck mal, der wird auch safe checken. Ey, das Auto fährt heute schon das dritte Mal an mir vorbei, viertes Mal an mir vorbei. Ich würde auch skeptisch werden, wenn die ganze Zeit irgendein Auto an mir vorbeifährt. Das ist halt ein bisschen auffällig, aber noch ist der böse AK, der dumme Mann, nicht drauf gekommen. Ich hab sie im Blick. Okay, wir fahren weiter. Ja, dann fahren wir jetzt eigentlich. Und guck mal, die fahren auch dann immer wieder los, wenn die sich nähern. Das ist halt sehr auffällig, Chat. Ab diesem Punkt verläuft die Observation reibungslos und der böse Mann bemerkt nicht, dass jeder seiner Schritte genau beobachtet wird. Warum diese Observation und nicht schon am Parkplatz konfrontieren, fragt ihr? Sobald der Mann in der Wohnung ist, hat er eindeutig klar gemacht, was er vorhat. Das nennt man Vorsatz. Denn der Chatverlauf und ein 25-minütiger Marsch in die Wohnung eines Kindes kommen auch beim verständnisvollsten Richter nicht gut an. Aber Bruder, man kriegt vielleicht sowas nicht mit, weil er vielleicht Tunnelblick hat oder so. Oder er ist mit einem Gespräch und so. Ja, ich verstehe euch dazu 100%, aber das Ding ist, auch wenn ich im Gespräch bin jetzt mit einer Person und ich direkt die ganze Zeit merke, okay, neben mir ist ein Auto. Du nimmst ja irgendwie unterbewusst auch die Umgebung wahr. Das heißt, wenn jemand die ganze Zeit an dir vorbeifährt, nochmal vorbeifährt, nochmal vorbeifährt, dann das Auto, was die ganze Zeit vorbeigefahren ist, vor dir steht und du näherst dich und das Auto fährt wieder los, dann ist das für mich schon auffällig so. Natürlich wissen die Jungs, was sie machen so, aber ja, kann auch sein, dass der Typ einfach einen Tunnelblick hat, Digga. Dann sehen wir es ein. Der Typ ist dumm und hat einen Tunnelblick. Aber man schaut doch nicht immer auf die Autos, die neben dir vorbeifahren. Ja, das ist das Problem, Merve. Warum du irgendwann noch entführt wirst, weil du nicht darauf achtest. Ich achte drauf. Haut rein, hat er gesagt. Sturm, Sturm, Schellen, 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 Schellen. Bruder, wenn jetzt der ganze Plan kaputt geht, nur weil einer jetzt die Tür nicht aufmacht, dann ist es Katastrophe. Ja, los. Warte mal, jetzt ist die Frage, sind die Jungs jetzt extra vorher reingegangen in die Wohnung, um alles noch zu präparieren? Oder sind die schon drin und überraschen die jetzt? Wir wollen alles präparieren jetzt erstmal. Ja? Tür aufmachen bitte. Alter Bruder, das ist ein mieser Stress, ne? Ich hätte das safe schon Herpes bekommen. Das ist sehr, sehr stressig. Das Ding ist, die haben jetzt auch nicht viel Zeit. Ahnt ihr, wie ich meine? Das heißt, die müssen jetzt gerade auf Hochtouren arbeiten, damit die jetzt alles erstmal präparieren und was weiß ich was. Alter, das ist heftig. Kann ich mich hören? Ja. Ja. Okay, wir sind jetzt Tür aus Nummer 23. Was mit der Tür? Jetzt? Tür zu! Nein, nein, wir müssen. Tür zu! Hier müssen wir das Ding machen. Zieh den Schatten. Okay, da kommen die. Kennt ihr das? Wenn ich dieser böse Mann wäre, würde mein Auge ist überall, ich hätte die Kamera gesehen, aber er checkt es nicht. Aber ist auch normal, da würde ich die Kamera auch nicht erkennen. Also die, er würde die nicht erkennen. Ich, die wisst doch, mein Auge, zack, visiert die Kamera an, habe ich sie direkt auf dem Bild. Bruder, Alter, wenn die in das Zimmer stürmen. Bruder, sag dir ehrlich, da hätte ich auch Angst. Ja.
ich bin ein bisschen unsicher. Ne? Aber guck mal, Bruder, da kannst du dich nicht rausreden, Digga. Bruder, ein Typ, das ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, ne? Das ist ja, der soll ja adoptiert werden. Aber Bruder, guck mal, seht ihr, wie nah der Typ an der Person dran ist? Und die lernen sich heute erst mal kennen, so. Das ist, da kannst du dich nicht rausreden und nicht sagen, dass da irgendwelche bösen Absichten gab. Du hattest da nicht irgendwelche bösen Absichten. Oder guck mal, wie er sich da schon hingesetzt hat, Digga. Zugriff. Oh, Bruder, das kann nicht sein, dass die jetzt genau schon Zugriff machen. Die hätten einfach noch ein bisschen warten müssen. Bruder, das noch nicht, also da hätte sie noch irgendwas aufbauen können, wisst ihr, was ich meine? Mahlzeit. Ja, wie geht's Ihnen? Was machen Sie? Sie sind nicht bewaffnet oder sowas. Okay, gut. Ich setz mich hin noch, ja? Warte, er chillt immer noch so. Das ist die lässige Person, Position eigentlich. Das heißt, wenn du so sitzt, weißt du eigentlich, okay, die Person gegenüber, die chillt gerade. Aber Bruder, wenn da 8 Mann reinkommen, würde ich nicht mehr chillen. Was machen Sie denn hier? Ich hab Besuch. Wofür? Erstmal nur reden. Erstmal nur reden, okay. Und was danach? Ich festgemacht, glaube ich nicht. Nee? Nichts vom und wir haben halt auch geschrieben, ja. 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 Weil sie hier noch einen Jungen in Recklinghausen besuchen. Ja. Es ist ihr Part, dass sie mir antworten und sagen, ja, es tut mir leid, oder dass sie mir sagen, dass sie mir jetzt mit irgendeiner Fantasie auswählen. Nee, also definitiv nicht. Also wir haben darüber gesprochen, gar keine Frage. Ja, es tut mir auch leid, es tut mir echt leid. Sie wissen, dass er wie alt der Junge ist, oder? Er hat angegeben, dass er 13 ist. Ne? Bruder, er hat noch angegeben, dass er 13 ist. Und ich habe ihm auch schon gesagt, dass das eigentlich erst ab 14 ist. Bruder, auch ab 14 nicht, Digga. Wenn die Selbstbestimmung des Herrn sehr wahrscheinlich gerade gehört, was ich gesagt habe. Sie sind ja Steuerberater. Ja. Und ich als Steuerzahler, ich sag mal, monatlich oder sagen wir im Jahr 2.000, 3.000 abgeben muss und ich gebe aber nur die Hälfte ab. Ich meine, ist ja trotzdem schon mal die Hälfte. Ist das dann Steuerhinterziehung? Natürlich. Mhm. Und wenn jemand nicht 14 ist und wir dann mit dem haben wollen, dann ist das trotzdem illegal, oder? Natürlich. Sehr stark. Sehr stark. Er hat ihn gerade offiziell gefickt. Ja, aber nicht primär mit dem Ziel. Wir haben seit 3 Wochen sind wir mit Ihnen in Kontakt. Seit 3 Wochen haben wir mitgelesen. Wir waren auch beim Gespräch dabei. Wir haben alles mitbekommen. Und ich glaube... Bruder, überleg mal, der Typ sieht so normal aus, Digga. Einfach ein Steuerberater. Du denkst ja einfach nur, dass das ein Steuerberater, der irgendwann nach Hause geht, seine Familie besucht, mit seinen Kindern spielt, mit seinen Kindern redet. Und das war's. Aber dass der Schanz einfach... sich mit einem 13-Jährigen treffen will und Sex mit einem 13-Jährigen haben will, Digga, hätte man nicht gedacht. Das ist krass. Und das ist das Traurige. Man läuft so vielen Leuten über den Weg, wo du einfach nicht weißt, wer es genau. Was mich an Leuten wie Ihnen wirklich stört, ist, das ist ja nicht das erste Mal, oder? Ich meine, das ist ja nicht so, als wären Sie dafür nicht schon mal bestraft worden, oder? Ich bin bestraft worden, ja. Genau. Ja. Nichts gelernt? Natürlich nicht. Aber Sie sind hier. Ja. Was sagt uns das? Nichts gelernt. Ich habe das Gefühl, das ist für Sie wie ein Spiel. Auch die Tatsache, dass Sie wussten, dass der Junge, das ist natürlich nicht wahr, aber dass der Junge angeblich keinen Vater hat und dass Sie diese Lücke besetzen wollten und quasi, Sie wollten ihn ja theoretisch sogar adoptieren, haben Sie ja zumindest mal angesprochen. Die Vaterrolle übernehmen. Ja, das war nur Spaß. Ich weiß. Das ist aber vielleicht in einem Kind in so einer Situation, das wirklich Hilfe sucht, das wirklich eine Vertrauensperson sucht, kein Spaß. Und wissen Sie, was Sie dann machen? Sie nutzen das aus und Sie zerstören so einen Menschen für Ihre eigenen Zwecke. Und das wissen Sie.
Das wissen Sie. Weißt du, wenn ich das so machen würde, ja. Ja, sie hätte es gemacht. Sie hätte es gemacht. Natürlich hat sie es gemacht. Nein, hätte ich nicht. Wir beide wissen, dass das so ist. Jetzt erzählen Sie doch keinen Scheiß. Ich meine, Sie brauchen jetzt, können jetzt erzählen, was Sie wollen, aber wir beide wissen, dass das so ist. Sie sind hierher gefahren, um mit ihm zu reden? Und die Sachen, die Sie davor geschrieben haben, nicht durchzuziehen, das wollen Sie mir jetzt erzählen? Ich hätte das nicht durchgezogen. Alter Bruder, er will mir erzählen, er hätte das nicht durchgezogen. Er ist 25 Minuten lang in diese Wohnung gelaufen, sitzt in der Wohnung genau so und hat nur auf den passenden Moment gewartet, bis er sein ganzes Drecksding da durchziehen kann. Da kann er mir nicht erzählen, und das ist das Traurige, dass die Leute auch nicht ihre Einsicht einsehen, weißt du? Und dann heißt es ja, die sind krank. Also, Bruder, Krankheit ist für mich kein Grund, dem Ganzen keine Strafe zu geben. Du kannst nicht sagen, boah, der ist krank, dem gibt keine Strafe. Ganz im Gegenteil. Das Ding sollte mal ganz anders werden. Ganz, ganz anders. Sind Sie dann hier? Um eben mit ihm zu reden. So wie Sie das 5 Jahre lang mit dem anderen Jungen auch nicht durchgezogen haben. Ja, aus Recklinghausen. Ja. Ja, da haben Sie es auch durchgezogen. Oder nicht? Aber der Rest ist ja schon 19. Na gut, aber Sie haben ihn kennengelernt, da war er 13. Sie haben es selber gesagt. Genau. Ja. Also, nicht legal. Und ich sage Ihnen ganz im Ernst, eigentlich von mir, müssen Sie sich weniger entschuldigen. Aber wissen Sie, bei wem Sie sich entschuldigen sollten? Beziehungsweise... Ich sehe jetzt schon, wie er diesen Clip hier speichert und das dem Anwalt schickt, Digga, damit er dafür irgendwie noch Geld rausholt, weil er sagt, das ist Körperverletzung, Alter. Das war einfach so ein Klatscher, so, ey, pass auf. Gehen Sie in die Augen. Ich würde dir eigentlich gerne in die Fresse hauen, so ein Ding ist das. Sehen sollten. Und Sie können froh sein, dass wir hier sind. Und das sind die Eltern des Jungen. Mhm. Die sind nämlich auch hier. Die können gerne mal kommen. Ach so, warte mal, die Eltern kommen sogar jetzt noch rein? Okay, das ist krass. Weil ich sag dir ehrlich, wäre ich Elternteil und ich habe meinen Sohn, der auf dem Sofa sitzt und da ist ein Typ, ein Pädophiler, der quasi Sachen mit ihm machen will und weiß, dass der Typ 13 ist. Ich sag dir ehrlich, als Elternteil würde ich da auch komplett schwarz sehen, ne? Da wäre bei mir schon, da wären die Lichter aus. Hallo. Hi. Ich bin Linus. Hey, hallo. Dir ist klar, dass du froh sein kannst, dass die Einhorn-Crew hier steht und dich beschützt vor mir, ne? Weißt du, was passiert wäre, wenn du hier mit meinem Sohn überhaupt irgendwas gemacht hättest? Du wärst vielleicht nicht mehr nach Hause gekommen. Und im Krankenwagen abgeführt worden. Das schwöre ich dir aber. Boah, war eigentlich ein Gänsehaut, Digga. Bruder, Mann, das ist gerade, kennst du das? Man hat doch immer bei so einem Buch, hat man immer so die Einleitung, dann Highlight, dann geht das wieder runter, dann geht das wieder hoch. Wie eigentlich Aktienkurs, so zack, zack, zack. Bruder, das ist gerade das Highlight. Bruder, ich habe Gänsehaut bekommen, Bruder. Ich fühle ihn zu 100%. Zu 100%. Und ich sag dir ehrlich, das, was er sagt, ist nicht heiße Luft. Das ist wirklich ernst gemeint. Wenn die Leute hier nicht wären, Bruder, den hätte er aufgegessen, Bruder. Und glaub mir, da geht es nicht darum, oh, der hat bestimmt keine Kraft oder was weiß ich was oder keine Ahnung, keine Technik oder so. Bruder, glaub mir, wenn ein Vater merkt, okay, der Sohn wird angegangen, das ist sein eigenes Fleisch und Blut, Bruder, der Typ wird ihn rippen. Hm? Die anderen Jungs haben sich gefreut, mit dir Zeit zu verbringen. Ist das dein Ernst? Ja, worüber haben die sich gefreut, ha? Erzähl mal. Er ist 20. Mehrere Jungs, sagen wir mal einen. Sollen wir den Verlauf durchgehen? Ist auf meinem Handy. Wolltest du nochmal nachlesen, was du mir geschrieben hast? Er hat immer mit jeden Abend. Ha? Hast du selber Kinder? Ja. Oh, Bruder. Oh. Das ist das Traurige, Digga. Bruder. Wisst ihr, was das Krasse eigentlich ist? Wir Leute von außen, Digga, sehen, beneiden, aber wir... Kennt ihr das früher, wenn ihr noch zur Schule gegangen seid, ihr habt euch so eine perfekte Familie so vorgestellt? Steuerberater, Arzt oder was weiß ich was. Der Vater ist Steuerberater, der Vater ist Arzt, Mutter ist noch dabei. So perfekte Familie einfach. So der eine ist noch, ja, wie gesagt, der eine ist Arzt, Steuerberater, hat einen Job, hat Perspektive, hat dann noch Kinder. Also eigentlich ist es so, eigentlich so der perfekte Ablauf, ne? Aber guck mal, was das für ein Mensch ist, Digga. Das ist krasse. Einfach, Digga, er ist einfach, keine Ahnung, Digga. Das ist heftig. Stell dir vor, ich, als sie in dem Alter waren, wäre gekommen und hätte das versucht. Die haben keine Empathie, Digga. Bruder, du hast ein Kind. Geh doch einfach mal mit den Gedanken in die ganze Sache. Ey, wie würde ich mich fühlen, wenn mein Kind sich mit jemandem treffen würde, mit einer fremden Person, und die ist 30, 35, 40 und will von meinem 13-jährigen Kind irgendwas machen? Digga, du musst nur die Situation auf dich beziehen, um einfach zu merken, was das für eine Bastardaktion wäre. Und bei ihm ist keine Einsicht gerade. Er versucht sich da die ganze Zeit rauszureden. Obwohl er selber zu Hause ein Kind hat, Digga. Stell dir das mal vor. Du wärst wahrscheinlich genauso wie er. Ja, genau. Und soll ich was sagen? Es wäre dann Pech. Weißt du, nochmal, ne? Ich habe kein Problem, wenn man so eine Neigung hat und dagegen aktiv angeht, indem man sich Hilfe sucht. Aber das tust du nicht.
Du bist hier. Du bist hier. Bruder, wie frech und wie frech er das einfach die ganze Zeit sagt. Doch, mach ich. Machst du nicht, Bruder. Hat er sich an der Klingel verwechselt, Digga. Hier stand nicht Therapie-Dings drauf. Das ist die Wohnung von einem 13-Jährigen. Also, Bruder, das ergibt keinen Sinn, Digga. Deswegen würden die wenigstens auch argumentieren mit Sinn, würde ich das einerseits verstehen, ne? Aber für solche Aussagen müsstest du eigentlich mal richtig auf den Tisch schauen, Digga. Damit da oben irgendwann mal was funktioniert. Allein die Aussagen, Bruder, ohne Einsicht, ohne Erkenntnis, ich bin ein Huren. Und sei froh, wirklich, sei froh, dass wir hier sind. Und weil der Vater hat das sofort rausgefunden. Das wäre nicht gut ausgegangen für dich. Du weißt, was jetzt passiert, oder? Ich würde sagen, so machen wir das, genau. Kennst du den Ablauf? So, komm, ich brauche ein Telefon. Ich würde da mal anrufen. Warte, nee, das lass mal. Wir müssen auch nochmal sicher gehen. Ja, ich weiß. Nein, aber dass du nichts löschst, ja, das dauert. Nein, das ist. Ja, dass du nichts löschst und. Nur so. Hey, Bruder, war halt dieser Typ, würde ihn aufessen, ne? Boah, man merkt einfach schon an ihm so, Digga, er meint es gerade voll ernst und er hätte gerade einfach mal Lust, dem ganzen Boxtraining entgegenzutreten. Ich sag dir ehrlich, ihr wisst auf wessen Seite ich wäre. Von uns geht keine Gefahr aus, wir drohen dir nicht, wir haben nicht vor, dir irgendwas zu tun, also ich kann für alle sprechen. Ansonsten, wie gesagt, pass auf, wir tun die Sachen hier rüber. Es geht nur darum, dass du nichts verschwinden lässt. So. Nachdem ich die Polizei gerufen hatte, stellte sich allgemeine Erleichterung ein. Wir können vorgreifen, dass die Beweislage so erdrückend war, dass der Mann noch am gleichen Tag in U-Haft kam und auch eine Hausdurchsuchung stattfand. Ja, jetzt ist das Traurige, Digga. Was passiert danach? Danach kommt er wieder nach Hause, kann weiter seinen Job ausführen und kann weiter Kinder missbrauchen, Digga. Und das ist das Traurige an dem Ganzen, dass einfach nicht wirklich da vorgegangen wird, weißt du? Jede scheiß Kleinigkeit, Digga, wird auf die Waage gestellt. Zahlst du deine Steuern nicht richtig oder kommst du dem Ganzen nicht entgegen, wird alles auf die Waage gestellt und du wirst dafür richtig gefickt. Aber so Sachen mit Kindern ist irgendwie, weiß ich nicht, ist gang und gäbe, habe ich das Gefühl bei den Leuten. Und das verstehe ich nicht. Und solche Leute, das Ding ist, scheiß mal auf das Gesetz. Das ist schwierig zu sagen, die auf Twitch, am Ende werde ich hier gebannt, Digga. Deswegen, da halte ich mich lieber zurück. Während wir auf die Beamten warteten, dachte ich darüber nach, was der Vater gesagt hatte. Sei froh, dass ich dich nicht alleine hier erwischt habe. Dieser Satz geisterte mir noch die gesamte Zeit im Kopf rum. Was hätte ich gemacht, wenn ich so jemanden mit einem meiner Kinder erwischt hätte? Bruder, vorbei. Dann wäre vorbei, ich sage dir ehrlich. Dann wäre wirklich vorbei, dann hätte ich auch nicht mehr die Polizei gerufen. Ich könnte nicht die Hand für mich ins Feuer legen, dass das Ganze glimpflich ausgegangen wäre. Und da wurde mir. Meinst du, man kann sowas gut therapieren? Ich sag dir ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas geheilt werden kann. Das ist einfach der Mensch, finde ich. Ich glaube, es ist einfach der Mensch. Und es ist einfach diese dreckige Art von diesem Menschen. Und deswegen sage ich ja auch, sollten solche Menschen einfach, statt Therapie, sollte man die einfach ins Gefängnis stecken, Digga. Einfach ins Gefängnis, lebenslänglich, und die sollen da einfach dran sterben, weißt du? Weil so eine Therapie wird nichts bringen. Der wird es vielleicht einen Monat nicht machen, zwei Monate nicht machen, und beim dritten Monat wird er wieder anfangen, Digga. Deswegen, viele Leute kann ich überhaupt nicht ins Gute reden, Digga. Selbst wenn ich es wollen würde, ich könnte es nicht ins Gute reden. Deswegen, Therapie bringt meiner Meinung nach gar nichts, Digga. Einfach Knast auf lebenslänglich, und dass er einfach da quasi einfach nicht die Möglichkeit hat, seine Freiheit auszuleben. Klar, warum es wichtig ist, was wir machen. Wir geben den Opfern und deren Familien die Stimme, die ihnen die Justiz versagt. Als ehemaliger Polizist kann ich sagen, dass Emotionalität im Job fehl am Platz ist. Wenn dann aber noch ein Skandalurteil durch die Presse geht und die Stimmung aufheizt, wird der Schrei nach Selbstjustiz laut, und ganz ehrlich, ich kann es den Opfern nicht verübeln. Aber deswegen sind wir eben doch wichtig, denn wir stehen zwischen dem Rechtsstaat und der Selbstjustiz. Und wer glaubt, dass das Bullshit ist, muss sich nur die Videos ansehen, in denen Menschen gejagt und anschließend verprügelt werden. Auch wenn es rechtsstaatlich falsch ist, kriegen diese Videos großen Zuspruch, weil viele Menschen sich nicht mehr vom Rechtsstaat repräsentiert fühlen. Heute ist ein guter Tag, denn ein Mann ist durch uns zu Recht in den Bau gegangen, ohne dass ihm ein Haar gekrümmt wurde. Und das ist Fakt. Warte mal, ist der... Oh, Bruder, jetzt hab ich Gänsehaut. Warte, ich hab jetzt Gänsehaut bekommen, ne? Bruder, kennst du das, wenn ihr am ganzen Gesicht Gänsehaut habt? Hat er damit jetzt gerade gemeint, dass er es bestätigt, dass dieser Typ jetzt wirklich im Knast ist? Wenn ja, dann ist es krass. Und dann verstehe ich nicht, warum sowas verwerflich ist. Warum so ein Video dann 173 Mal gedisliked wird. Das verstehe ich nicht. Warum wird dieses Video jetzt 173 Mal gedisliked?
Das ergibt für mich keinen Sinn. Was ist jetzt an dem Video auszusetzen? Ich verstehe es nicht. Und hier kann das auch keiner begründen, warum er das gedisliked hat. Gar keiner. Das ist das Traurige. Und das ist für mich, guck mal, wenn du etwas nicht begründen kannst, warum dir etwas nicht gefällt, dann bist du einfach nur Mitläufer. Und das ist für mich einfach, das sind einfach für mich 173 Viele, die das Video gedisliked haben, Digga. Die einfach in der Situation selber der Täter sind. Weißt du, ich meine? Das sind einfach für mich 173 Täter. Die Kritik, dass unsere Arbeit keine Früchte trägt, empfinden wir als lächerlich. Da durch die Überlastung der Gerichte eine Ermittlung schon mal bis zu einem Jahr dauern kann, bevor sie verhandelt wird, sind Urteile in unseren Fällen noch ausstehend. Und uns ständig mit anderen Teams zu vergleichen, die anders arbeiten als wir, langweilt uns auch. Deswegen hört auf, uns Presseanfragen zu schicken, liebe RTL-Redaktion. Durch unsere Quellen wissen wir bereits, dass ihr schlecht über uns berichten wollt. Und deshalb ist das auch die letzte Folge der Panthers gewesen. Wir wollen nicht mit anderen verglichen werden, die mit Basies Penner kloppen und Hochkant filmen. Dafür steckt zu viel Arbeit und Liebe in dem, was wir machen. Was aber nicht heißt, dass die Einhorn-Crew nicht weitermacht. Okay, das ist gerade. Irgendwann war ich jetzt wieder Gänsehaut bekommen. Die Folge ist ja pure Gänsehaut. Ich dachte jetzt für einen kurzen Moment, ich wollte extra nicht pausieren, weil ich mir dachte, da kommt noch was. Es wurde jetzt bestätigt, dass es die Pedohand das nicht mehr gibt, aber die Einhorn-Crew wird weiterleben. Das heißt, uns werden weitere Folgen erwarten, nur halt mit einem anderen Namen und vielleicht einem etwas anderen Konzept. Wie gesagt, war ein sehr, sehr starkes Video. Ich finde es einfach krass und ich finde, man sollte dem Ganzen auch immer mehr Reichweite geben. Vor allem, weil ich jetzt auch in der Situation bin, auch mit dem Reaction-Kanal, wenn man da schon so eine gewisse Reichweite hat, kann man die einfach auch für gute Sachen nutzen. Digga, ich verstehe nicht, warum solche Sachen nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, weißt du? Dass irgendwann diese ganzen vielen Leute da wirklich aussterben, Digga. Dass es die nicht mehr gibt. Weil überleg mal, wir haben jetzt Vorfälle in Hamburg gehabt, Stadtpark, dann nochmal Europapassage. Das Ganze nimmt ja immer noch an. Wisst ihr, ich meine, das Ganze nimmt ja nicht ab. So wie ich, Digga, wenn ich zu wenig esse. Das Ganze nimmt ja wirklich zu. Deswegen sollte man dem Ganzen immer einen Schlussstrich ziehen. Und ich werde niemals in meinem Leben irgendeine Einsicht oder irgendein Verständnis zeigen für irgendwelche Profilen. Das, was die machen, ist für mich einfach nicht menschlich, Digga. Und da gibt es auch keine Begründung mit, der ist krank, der muss in Therapie. Das sind für mich keine Menschen. Und die sollte man einfach gnadenlos bestrafen. So, Ende.